Eine gute Nachricht für Tierliebhaber. Ab Montag, dem 8. März, darf der Schweriner Zoo wieder seine Pforten für Besucher öffnen. Zunächst jedoch nur für Jahreskarteninhaber. Ab dem 15. März können alle Gäste dann wieder Tageskarten erwerben und den Zoobesuch ausgelassen genießen. Klare Aussagen zu den Öffnungsbedingungen gibt es laut Zoodirektor Dr. Tim Schikora jedoch nicht. Fest steht aber, dass die Zoobesucher sich zunächst nur auf der Außenanlage des Zoos bewegen dürfen. Ob und wann die Gastronomie dort wieder eröffnen darf, entscheidet sich möglicherweise auf dem MV-Gipfel am Freitag.